Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo, ihr Quirlinge. Da sind die Helden und ihre Begleitung nach oben gestiegen in einen Raum mit Steinbett, wie sie gesagt bekommen haben von Steyun. Und irgendetwas scheint hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen, was sie allerdings noch nicht wissen. Dartan ist wutentbrannt, einfach losgestürmt, Saladir beschwichtigend und besorgt. Irgendwie so eine Mischung aus beidem hinterdrein. Und der Rest hat sich jetzt unabgesprochen auch in diesen Raum mit dem Steinbett begeben, in dem Steyun stoisch Wache gehalten hatte in absoluter Finsternis. Hier scheinen Dinge zu kreuchen und zu fleuchen. Zumindest hatte Saladir etwas gesehen. Und naja, manchen derjenigen, die diesen Raum betreten haben, unter anderem Dartan, aber der ist schon wieder einen Raum weiter, geht's nicht mehr ganz so, wie es ihnen vorher ging. Und damit übergebe ich schon an Moschen. Ja, wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass ein paar der Leute, ja, durchdrehen werden. Ein paar so schlimm, dass sie gleich ihre Verbündeten attackieren werden. Und ja, Yuko und Dotora fangen lauthals an, sich dann auf einmal zu streiten. Und ja, aber die werden noch nicht handgreiflich. Ja, starten wir direkt rein. Denn ja, ihr seid alle nach oben gegangen. Und ja, bei Khajiit, bei dir entflammt auf einmal Zorn wie nichts Gutes und ja, würfel mal bitte mit einem W6. 1, 2 ist Nimru, 3, 4 ist Dayun, 5, 6 ist Retzan, wen du hinterrücks angreifst. Hinterrücks. Nimru. Das heißt, einmal bitte, einmal eine Raufenattacke auf Nimru. Ja, das wird sowieso nix. 20 bricht sich die Hand, wird ohnmächtig. Also, du schlägst an Nimru vorbei. Rufus, genau das gleiche. Saladir, bitte einmal 1, 2 für Nimru, 3, 4 für, ne, und so weiter. Ich kann doch nur Nimru anrufen, der ist doch direkt neben mir. Ne, sie hat ihn aber abgesetzt. Okay, und bitte eine, ja, einmal anspringen von Rufus. Das war eine 1. Na, zum Glück hier eine 1 und nicht bleibt eine 1. Ja, springt auch daneben. So, dann die Adligen. Da bitte auch nochmal einer von euch einen W6 für mich würfeln. Patrick, mach du mal, wenn du magst. Nee, wir kommen hier los. Na gut, dann mache ich das. Moment. Und oh, jetzt würfel nicht aus Prinzip meine Zahlen, bitte, ja? Danke. Auch wieder. Hast du nicht mitbekommen, dass Nimru gespottet hat? Die hat jetzt eine Taunt-Ability. Ach, die hat eine Taunt-Ability, okay. Gut, dann ist das einmal Adliger Nummer 1. Wirr, vielen Dank für deine Kooperation. Mhm. Und der Adlige Nummer 2. Treffen auch beide. Da das hinterrücks ist, kannst du leider nicht versuchen, irgendwie auszuweichen oder sowas, weil das ist einfach. Hinterhalt wird das, wie als Hinterhalt wird das behandelt. Deswegen, du bekommst einmal. Nimru hat den breitesten toten Winkel der Welt. Das ist der Khajiit. Einmal und zwei Adlige. Ja. Die stürmen auf einmal alle auf sie halt zu. Wie gesagt, du bekommst einmal 4 Schadenspunkte. Denk an deine Rüstung. Und nach dem ersten Angriff habe ich nicht wenigstens eine Probe, ob ich die anderen bemerke? Nee, weil das zeitgleich passiert. Wie gesagt, dann hat sie den größten Tod gebildet. Wie gesagt, es ist einfach als Hinterhalt und ich habe es extra ausgewürfelt. Ich hätte auch einfach sagen können, der greift den an, der greift den an. Aber seid froh, dass es nur Nimru getroffen hat. Die nimmt die beste Rüstung von euch. Nee, das wäre es. Ja. Nimru, hast du irgendwie Aufmerksamkeit oder so? Entweder Nein. Sonderfertigkeit oder Kampfsonderfertigkeit? Nein, sie hat Abrollen und Freiklettern und beim Kampf... nein, hat sie auch nicht. Dann ist schade. Ja, das heißt, du bekommst einmal 4 Schaden und einmal 6 Schaden. Denk an deine Rüstung. Hast du überhaupt deine Rüstung wieder an? Ja. Nee, eigentlich, hast deine Rüstung aus. Ja, eigentlich habe ich die wieder angezogen. Mhm. Wir hatten unten ja lang genug Zeit.
Das heißt, von den 4 und 6 gehen 1 und 3 durch. Genau. Also 4. Ja, die werden aber insgesamt 24 haben. Genau. Ja. Genau, ja. Also 24, ihr okay. Was ihr bemerkt auf einmal, wie ja, die Adligen, Rufus, Khajiit, alle ja, Nimru angreifen. Ihr hört, wie Dotora und Yuko sich auf einmal in den Haaren liegen, sich gegenseitig anbrüllen, dass die ja schuld sind und Anschuldigungen, die euch vielleicht alle mal so ein bisschen im Kopf rumgesponnen haben, aber beim zweiten Nachdenken, wo man dann gesagt hat, ey, wir sitzen ja alle im selben Boot, eigentlich ist keiner schuld und so weiter. Und ja, also es eskaliert komplett gerade. Ihr seid dran. Ihr wirbelt da natürlich rum, weil ne, das passiert halt hinter euch. Und ja, ihr seht eben, dass ja, die Adligen durchdrehen. Die zwei Daltons überraschenderweise gucken sehr erschrocken und wissen erst gar nicht, was hier los ist, ziehen aber instinktiv auch ihre Waffen. Aber attackieren niemanden. Retzan würde irgendwie so einen Schritt noch nach hinten machen, dass er etwas weiter weg vom Geschehen ist, aber die dort halt nicht ins Dunkel taucht. Und nach einem Blick auf Staiyun, wo er ja feststellt, dass der immer noch geistig gefestigt ist, dann also sagen, Staiyun, was auch immer los ist, aber hilf Nimru. Er guckt etwas verwirrt und nickt dann aber kurz und macht einen Schritt auf ja, den ersten zu. Das werden wir gleich auswürfen, wer das ist. Nimru, für Restan ist es jetzt erstmal wichtig, dass das hier unter Kontrolle gebracht wird mit dem notwendigen Maß an äußerlicher Gewalteinwirkung. Gut, Nimrus Reaktion ist. Sie ist natürlich kurz verwundert, merkt dann aber, da zum Beispiel auch Khajiit dabei ist, dass das gerade absolut keinen Sinn macht. Und würde tatsächlich, wenn du es mir erlaubst, das Schild in heben, in Verteidigungshaltung sich hinstellen, in ihrer Muttersprache ziemlich laut die Leute anschreien und dabei versuchen, sie einzuschüchtern. Kannst gerne einen Wurf machen. So, 18, du, 17, 19. Du schreist was in deiner Muttersprache und kein Mensch versteht es. Jetzt dann fragt sich, ob Nimru jetzt auch durchgedreht ist, aber bislang wird sie noch nicht handgreiflich. Richtig. War ein Versuch. Sie bleibt weiter in Verteidigungshaltung und beobachtet jetzt alle um sich herum vorsichtig. Also ja. Sie schaut sich regelmäßig um. Mhm. Gut, dann ja, brauche ich von euch einmal jemand, der... Oh Gott, ein D8 gibt es. Einmal einen D8 bitte würfeln. Oh, das mache ich. Oh, Entschuldigung. Na gut, dann mach das, gut. Patrick. Das heißt, ja, Staiyun geht auf den ersten Adling zu, holt mit seinem Zweihandhammer aus und ja, versucht ihm den Adligen über den Schädel zu ziehen. Ich rief die Geister. Eigentlich hat sie den Adling getroffen. Zack, zack und zack. Retzan war halt davon ausgegangen, dass er klug genug ist, das mit bloßen Fäusten zu machen, also die einfach irgendwie festzuhalten oder so, aber da ist der jetzt Staiyun ist nicht klug. Da kann er jetzt nicht eingreifen. Ja, du hast, ja, er weiß nicht, was er machen soll. Er wird angegriffen. Wenn er angegriffen wird, verteidigt er sich. Halbe Sachen kennt er da nicht. Also, ja, bislang wird nur Nimru angegriffen. Ja, aber ja. Wie gesagt, ihr wurdet angegriffen und ja. Und, ja. Gut, der Adlige darf noch versuchen auszuweichen. Wir haben alle Adligen weniger. Solange der nicht vorangezählt ist, wird Staiyun den nicht. Ja, die sind wirklich noch bei voller Gesundheit. Ja. 11 Schaden kriegt er rein. Gut, dann. Ja, die haben natürlich und auch keine. Ist spontan auch dankbar, dass es nicht ihn erwischt hat. Oh, das wär ich, hätte ich mir einen Charakter auswürfeln dürfen. Also, ich muss mal kurz. So, ab wie viel Punkte minus ist man endgültig tot? Mit 11 fällt bei minus 9. Wenn du deine Konstitution im Negativen bist, glaube ich. Ne, das ist bei Pathfinder. Hier ist es so, dass es jeder Meister anders macht. Es gibt welche, sobald du im Minus bist. Ich mache es so, sobald du die Hälfte von deinem maximalen Leben im Minus bist. Wenn du da drüber bist, mit dieser Schwelle. So mache ich es. So, einmal 11 Schaden. Das war der Adlige. Das heißt,
Okay. Ja, also ihr seht, wie ja, Stayhuden mit dem Hammer einen der Adligen schön an der Brust trifft, der ordentlich zurückgeschleudert wird, sich aber scheinbar fängt. Also es war scheinbar nicht ausreichend, der Schlag. Retzan, machst du noch einen Angriff oder irgendwas? Vielleicht nee, aber Retzan ruft ganz entsetzt, man kann schon fast sagen schreit. Mhm. Nicht mit der Waffe, halt sie fest, drück sie zu Boden, irgendetwas, aber töte sie nicht. Okay, das hat er vernommen. Die zwei Daltons ja, gucken euch auch an, stecken ihre Waffen weg und kommen ja, auf eure Kampfhöhe, sag ich mal. Gut, dann Nimro war dran, genau, waren alle dran. Das heißt, wir fangen wieder oben an. Ich mache jetzt keine Initiative-Reihenfolge, weil ihr wollt überrascht. Das heißt, die werden jetzt immer zuerst machen. Das heißt, wieder einen 1, 2, 3, 4, 5, 5. Einen D10, wer jetzt angegriffen wird von Rufus. Das wäre Retzan. Rufus greift Retzan an. Er ist doch extra weiter weggegangen, aber gut, okay. Dann haben wir gleich keine Lichtquelle. Und niemanden, der irgendwas identifiziert hat. Daneben. Gut, der eine Adlige. Wieder ein D10, bitte. Seid dankbar, dass Rufus so viel Schmerz kassiert hat beim letzten Kampf. Freie Aktion. Nimgu würde rufen, Retzan, hinter mich. Der ist da dabei. Macht er jetzt auch. Im nächsten Ding ist er auch weg. Ist jetzt nur jetzt noch in diesem Ding. Okay, er wurde überrascht, hast dich umgedreht, musst du erstmal gucken, was passiert. Und sobald du dran bist, gehst du eben nach hinten und bist raus aus dem Kampf. Okay, was jetzt würfeln? Einen D10. Um wieder zu gucken, wer der Adlige, wen er angreift. Ja, das bin doch wieder ich. Wieder du. Das heißt, der Adlige greift dich einmal an mit einem Dolch. Und daneben. Gut, wieder brauer, ein D10 für den anderen Adligen. Das möchte ich jetzt nicht mehr würfeln. Gwirr, du würfelst immer niedrig. Ich mache ein D10. Moment. Na. Ja, reicht aber. Damit trifft es einen der Daltons. Hey, geil! Die haben wenigstens Paradewerte und so. Sowas kennt Retzan nicht. Ausweichen können die, wie die jungen Götter. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Das ist der unauffällig auffällige. Ja. Zack, Kampf. Nahkampf. Ja, er versucht auszuweichen. Das gelingt ihm auch wunderbar. Mit einer 1 sogar. Mit einer 1. Die weichen wirklich aus wie die jungen gleich. Kritischer Erfolg, Nahkampfverteidigung. Bitte mal mit 2W6 anwürfeln. Buffy. Das mache ich gerne. Oder ja, Patrick. Sowas darf ich sonst nie würfeln. Was ist es? 9. Einen 9. Machtvoller Passierschlag. Der Held kann sofort einen Passierschlag gegen seinen Gegner ausführen. Dies ist zusätzlich zu einem Modifikatoren um 2 erschwert. Bei Gelingen richtet dieser 3 mehr an. Okay, also um 2 erschwerte Passierschlag. Auffälliger. Gut, er hat ja, ich habe ja gesagt, er hat die Waffe weggesteckt. Das heißt, minus 2. Ja, trifft aber leider nicht. Gott sei Dank. Ja, wen greift Khajiit an? Einen D10 bitte. Den sollte Khajiit selbst würfeln. Oh ja. Das sieht nach Stayhuden aus. Nee, der Schwertträger wird angegriffen. Also einer der Daltons. Bitte deine Attacke. Geht doch jeder, nee, das ist ja 1. Ich würfel eine 1. Nein, ist daneben gegangen. Okay, dann Nimru. Du bist dran. Also diese Runde hat dich keiner angegriffen, sondern sie haben alle das Ziel gewechselt. Ja, also du bist eine recht erfahrene Kriegerin. Normalerweise schießt man sich auf einen Gegner ein oder umzingelt ihn im besten Fall. Die hier greifen da mal an, greifen dort an, greifen überhaupt nicht koordiniert an und nichts. Also das ist... Dir fällt auf, dass das keine normale Kampfweise ist. Selbst welche, die keine... welche Ausbildung haben, würden in der Regel alle auf einen gehen, damit sie den runterkriegen, wenn sie feindlich gesonnen sind. Das hier macht keinen Sinn, was die gerade tun. Dass das keinen Sinn macht, habe ich schon festgestellt, als Khajiit angegriffen hat. Gut, was tust du? Aber, da sie jetzt gerade keiner angegriffen hat, aber Retzan angegriffen wurde, würde sie es erstmal sich versuchen, vor Retzan zu bewegen, wenn der nicht zu ihr kommt. Ja, okay. Das geschieht ja
quasi gerade parallel, ne? Genau, also du siehst auch schon, Retzern ist schon dabei, sich zurückzuziehen. Also du kannst dich nochmal aktiv in den Weg stellen, sprich die Angriffe gleich auf dich lenken damit. Khajiit ist plemplem gerade. Retzern ist unsere einzige Hoffnung, hier irgendwen zu heilen, nachdem die fertig sind. Mhm. Also würde Nimru wirklich versuchen, vor Retzern zu kommen, auch wenn er ihr schon entgegenläuft oder okay, so. Okay, dann ist die Chance, dass sie dich gleich angreifen, deutlich höher als die anderen. Okay. Ja, ich stell mich definitiv vor Retzern. Ja, ja. Gut, dann ist der Schwertträger dran, also einer der Daltons. Ja? Habe ich, nachdem ich mich bewegt habe, noch die Möglichkeit, mich wieder in Verteidigungshaltung zu begeben? Ja, 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 ja. Dann mache ich das. Okay. Gut, dann, ja, wie gesagt, der Schwertkämpfer ja, hat eben auch seine Waffe weggesteckt und ja, geht auf Khajiit, weil je weniger Gegner, desto besser. Und ja, versucht mit einem Faustschlag Khajiit anzugreifen, trifft aber nicht. Dann ist der Jun dran. Der hatte deinen Einruf gehört und ja, machte damit lässt seinen Kriegshammer fallen, damit er den nicht jetzt erst wegstecken muss, und macht einen Haltegriff auf den Adligen, der am meisten, also am fittesten noch aussieht. Also für euch der untere Adlige. Die Daltons sammeln übrigens bei Retzern gerade Pluspunkte, dadurch, dass sie auch in einer solchen Gefahr, in einer solchen Situation quasi sich selbst mehr gefährden, dadurch, dass sie ihre Waffen wegstecken, um die hier nicht zu gefährden. Also allmählich ist Retzern schon fast so weit, dass er sagen würde, die lässt er dann auch einfach abhauen, wenn wir an der Oberfläche sind. Mhm. Na gut. So, dann gucken wir mal, ob der ausweichen kann. Wenn nicht, dann hat er ein Problem. Ja, es gelingt ihm nicht. Das heißt, ja, du siehst, wie Stajon den einen Adligen wirklich festhält, und das sieht aus, als wenn der Adlige in einem Schraubstock festhängen würde. Also quasi so ein Polizeigriff, kein Würgegriff. Ja, der hat ihn wirklich fest umklammert und ja, dadurch kann Stajon sich nicht mehr verteidigen, aber er hält diesen Adligen auch fest. Also, ja. Mhm. Gut, dann ist der unauffällig Auffällige dran. Ja, der greift auch Khajiit an. Genau wie sein Kollege. Auch mit den Fäusten. Aber auch er trifft nicht. Gut, auch dann, mit einer 14, das ist ja einstudiert. Ja, das sind halt Buddies. Gut, Retzern. Ich habe auch eine 14 gewürfelt. Aber 14. Du müsstest mir sagen, ob Retzern mit einem Klugheitswurf darauf kommen könnte, sich jetzt den Altar anzugucken, dass er sich also denkt, okay, das hier ist offensichtlich irgendwas Magisches und das offensichtlich und etwas, was potenziell magisch, schrägstrich göttlich ist, wäre dieser Altar, dass er sich also quasi der Ursachenforschung widmet, anstatt sich das Kampffeld hier als quasi Unbeteiligter weiter anzugucken. Mach mal bitte einen Wurf auf Sinnesschärfe, erschwert um 2. Okay. Nehmen wir mal an, nicht auf Gehör. Nein, auf Sicht. Das ist vollkommen in Ordnung, denn ich habe eingeschränkten Sinn Gehör. Erschwert um 2, okay. Mhm. Geschafft, QS 3. Ja, du wirfst einen kurzen Blick auf diesen Altar. Und, Moment. Du erkennst auf Anhieb, dass es nicht die Allgemeinsprache ist, sondern Bosperano ist. Okay. Um den genauer zu untersuchen, ist es schwierig, weil das mitten in einem Kampf zu machen, da müsstest du wirklich links und rechts, also müsstest dich beschützt werden. Mhm. Das ist schwierig in einem Kampf, dich da wirklich zu beschützen, ohne dass du da angegriffen wirst. Also du kannst halt nur auf Anhieb sagen, okay, das ist nicht deine Muttersprache, das ist sehr alte Sprache. Das würde dauern, das jetzt zu untersuchen, sich anzugucken. Okay, das heißt also, es sind kusliger Zeichen, aber halt kein Gariti, sondern Bosperano. Erkenne ich auf Anhieb irgendetwas wie Dekorationen, die auf etwas hindeuten würden? Klammer auf, die Probe können wir dann auch gerne in der nächsten Kampfrunde machen, aber das wäre
nur, dass ich weiß, ob Retzan darüber dann in der nächsten Kampfrunde sozusagen nachdenkt. Du hast eine Qualitätsstufe von 3. Ja, lass dir die nächste Runde was werfen. Okay. Gut. Gut. Das heißt, du bleibst aber an Ort und Stelle und ziehst dich nicht noch weiter zurück. Du vertraust darauf, dass Nimru dir Deckung gibt. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich dann jetzt so ziemlich direkt neben dem Altar stehen würde. Weiter kann ich mich nicht zurückziehen, außer ich steige auf selbigen drauf. Hm. Ja, wie gesagt, es ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Ihr habt keine richtige, wie es hier im Roll 20 ist, keine richtige Front und so weiter, sondern der eine steht da, der andere steht da. Deswegen ist Nimru jetzt auch zu dir gelaufen. Okay, also Retzan würde sich so weit aus dem Kampfgeschehen rückwärts zurückziehen, dass er seine Kollegen dort nicht im Dunkeln stehen lässt. Die Laterne hat ja nur eine Reichweite von so 3 bis meinetwegen 5 Metern. Laternen, glaube ich, sogar 7. Oder 7. Gut, dann sagen wir, Retzan würde einen Abstand von 5 Metern zu seinen Mitstreitern hier anstreben. Okay, dann wird es nur schwieriger, den Tempel auch im Auge zu behalten, weil das ist den Altar. Tempel sag ich schon. Okay, gut, dann das haben wir. Genau, dann ist Rufus wieder dran. Ja, ich brauche einen D8, wer jetzt angegriffen wird. Das macht Papi selber. Ja. Das ist Steyun. Rufus versucht, Steyun zu attackieren. Na. Kein Problem, da muss er eh eine 6 würfeln, um Schaden zu machen. Und ja, erstmal treffen. Okay, ja, ich brauche wieder einen D8, der Adlige, der schon angekratzt ist. Patrick, mach das. Das mache ich dann. Spiel die XW. Das ist der unauffällig Auffällige, der vom Adligen angegriffen wird. Die kämpfen nach wie vor mit einem Dolch. Erfolgreich, gucken wir mal, ob der ausweichen kann. Nein, es gelingt ihm nicht auszuweichen. Das heißt, er bekommt 3 Schaden. 3. Und ja, und ihr seht, dass er kurz selber zu seiner Waffe greifen möchte und dann aber nochmal innehält. Das fällt Retzan nicht auf, der ist mit anderen beschäftigt. Okay, gut. Der andere Adlige versucht sich von Steyun loszureißen. Lass mich raten, Kraftakt? Natürlich. Und zwar eine Vergleichsprobe. Gegen Steyun? Ja, aber er schafft es, also Steyun braucht gar nicht mal würfeln. Ja, also ihr seht, der Adlige versucht sich da rauszuwinden und schreit rum und beschimpft jeden möglichen, aber ja, das war's dann auch schon. Khajiit! Einen D8, wen greifst du an? Auch den unauffällig Auffälligen. Den unauffällig Auffälligen. Genau. Guck mal, Nimro, du musstest dir gar keine Sorgen machen, dass du eine erhöhte Chance hast, angegriffen zu werden. Gut, der Schwertkämpfer ist dran und ja, versucht wieder auf den Adligen loszugehen. Der hat jetzt ja auch seinen Buddy gekratzt. Daneben. Steyun ist im Festhalten beschäftigt. Der macht nichts anderes, außer den festzuhalten. Okay. Dann der unauffällig Auffällige. Ja, ebenfalls auf den schon angekratzten. Trifft auch. Jetzt gucken wir, ob der ausweichen kann. Jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her springen, ey. Nein, kann er nicht. Das heißt, er bekommt 2 Schadenspunkte. Okay, und Nimru ist dran. Nimru ist etwas unzufrieden, weil irgendwie funktioniert das nicht so, wie sie sich gehofft hat, dass sie dann alle auf sie kommen. Sie geht. Sie guckt, wie weit Retzan jetzt weg ist und guckt, wer am nächsten an Retzan steht, von denen, die gerade durchdrehen. Da die sich die ganze Zeit immer hin und her bewegen und keinen wirklichen fokussieren, kannst du das nicht sagen. Es kann sein, dass die auf einmal durchlaufen und den nächsten angreifen. Also man kann das Kampfverhalten von denen nicht voraussagen. Die sind gerade komplett, was dir halt aufgefallen ist, Khajiit trifft irgendwie gar nicht. Er greift zwar die ganze Zeit immer an, aber trifft nicht, genauso wie Rufus. Ein Adliger wird festgehalten und der andere Adlige, der, ja, hat gerade gekratzt. Wedet wild mit seinem Dolch hin und her.
ist aber schon angeschlagen. Also die einzuschätzen ist fast nicht möglich. Das ist... Ritzer, ich muss mich bewegen. Bleib in Nähe oder zieh dich weiter zurück. Und mit diesen Worten würde sie einmal zu Stajun gehen. Und ihm kurz sagen, ich schau den K.O., den du hältst. Halt gut fest. Der hält ihn schon die ganze Zeit fest. Betäubungsschlag auf den, der gerade im Haltegriff ist. Gibt es da eine Erleichterung, weil der nicht sich bewegt? Nee, aber der zählt als fixiert. Das heißt, seine Verteidigung ist um 4 erschwert. Nur um 4, okay. Ja, er zählt als eingeengt und fixiert. Eine 1. Also ich glaube, der hat keine Chance. Der ist K.O. Ja. Gucken wir nochmal. Ja, komm. Wir wollen alle fertig werden heute. Aus irgendeinem Grund berechnet er das hier gerade nicht. Mach ich so. Weißt du was, ich würfel einfach normal. Der braucht eine 1. Ansonsten kann er sich nicht irgendwie verteidigen. Krieg ich da nicht hin. Genau, dann musst du noch einmal, was hatte ich vorhin gesagt? Selbstbeherrschung oder was war's? Um nicht K.O. zu gehen? Du hattest gesagt Selbstbeherrschung, ja. Er hat Schwert um die Trefferpunkte, die Nimro gerade mit 3 ausgewürfelt hat. Und weil sie eine 1 gewürfelt hat, gibt es noch ein Schwert von 3 obendrauf. Außerdem muss der Getroffene eine Probe auf Selbstbeherrschung erschwert um die Anzahl der angerichteten Trefferpunkte ablegen, egal ob Schaden verursacht wurde oder nicht. Ja, bei Missling erleidet er eine Stufe Betäubung. Ja, wenn er es misslingt, die Selbstbeherrschung zu bekommen. Aber du hast einen Crit gewürfelt, das heißt, du darfst sie da zweimal mit 2W6 würfeln und dir das bessere Ergebnis raussuchen. Bei einem Betäubungsschlag nicht einfach sagen, der ist halt K.O. Also nicht nur Es gibt zum Beispiel bei der 6, zu kommen, kriegt dann nochmal eine Stufe Betäubung. Was hast du gewürfelt? Ja, eine 11 und eine 4, was heißt das? Eine 11 wäre Gehirnerschütterung. Der Gegner muss eine Probe auf Selbstbeherrschung minus 2, um nicht für 5 Runden den Status bewusstlos zu erleiden. Und was war die 5? 4. Die 4? Die 4 wäre, dass dein Schaden veranderthalbfacht wird. Ja, ich nehme Gehirnerschütterung. Dachte ich mir. Gut, das heißt, er muss eine Selbstbeherrschungsprobe um 5 erschwert schaffen. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Und was klingt denn? Er ist K.O. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, natürlich misslingt es. Und ja, der sagt... Ja, zusammen. Wie ein nasser Sack geht der... Ja, zu Boden. Er bekommt nur 3 Schadenspunkte ab. So, und ist außer Gefecht. Gut, genau, dann ist Rufus dran. Mit einem D8 bitte, wer angegriffen wird. Ne, bleibt mal unten stehen, das ist einfach für mich, wann wer angegriffen wird und wann wer dran ist. Rufus greift wieder Stajun an. Na, dann ist ja keine Gefahr für Stajun, dass was passiert. Dass er sich jetzt wieder verteidigen kann. Richtig. Ja, aber Rufus trifft sowieso nicht. Gut, dann ist der Adlige dran. Bitte da auch einmal jemand einen D8. Patrick. Jo. Meine Zahl. Das wäre Nimro, die angegriffen wird. Aber er trifft erst gar nicht. Der andere ist bewusstlos. Khajiit, einen D8 bitte, wen du angreifst. Na, ich will versuchen, mich von den Auswirkungen abzuschütteln. Also die... Schaffst du nicht, vergiss es. Schaff ich nicht? Nein. Na gut, wenn du das sagst. Achso, B8 hast du gesagt. Erstmal. Ein D8. Du greifst Stajun an. Dumme Idee. Das sagen die Würfel.
Aber passiert sowieso nichts. Okay, ja, der Schwertträger ist wieder dran, der greift wieder den Adligen an, also die bleiben gerade auf dem Adligen drauf. Jetzt stellt euch mal vor, Stallion hat das nicht geschafft. Daneben, Stallion ist hätten dran. Wir ein Problem gehabt. Ne, wir beide nicht. Der war mit uns ganz am Anfang oben. Genau, ihr beide. Ach so, stimmt, der wäre mit uns losgegangen. Richtig. Ja, vor allem Dathan wäre ebenfalls in dem Zustand, das heißt, Saladier wäre da ziemlich alleine. Gut, er versucht den anderen Adligen jetzt im Haltegriff zu halten. Was ihm auch wieder gelingt. Das heißt, ja, er geht von dem einen zum nächsten und, also er darf sich noch verteidigen. Nee, ich finde, es gelingt ihm. Er taucht gerade so unter dem Haltegriff von Stallion hinweg. Wow. Okay, dann ist der andere Unauffällige. Der versucht wieder mit dem Dolch ihn zu attackieren. Oh, erfolgreich. Wann kriegt Saladier das eigentlich mit, dass da so Getrappel ist im Gekläre? Nee. Gar nicht. Andere Frage, wer benutzt einen Dolch? Ich dachte nur, der Adlige hat einen Dolch. Nicht Dolch, mit den Händen. Okay. Hab schon richtig sind die aber wirklich schon so weit weg, dass sie die sehr lauten Rufe von Nimru nicht gehört haben? Nicht mal mit einer Probe. Ich meine, wir haben beide, glaube ich, herausragendes Gehör. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es Dathan wahrscheinlich egal wäre. Wollte ich gerade sagen, Dathan ist es gerade völlig egal. Nach dem Kampf kann ich euch gerne würfeln lassen, aber eine Kampfrunde geht 3 Sekunden. Das heißt, selbst wenn ihr es hört, so schnell seid ihr nicht da, dass ihr da eingreifen könntet. Aber wir können das gerne, dass ihr mal oder dass du drauf würfeln kannst, ob du es hörst. So, genau, misslungen, das heißt einmal den Schaden. Oh, ganze 6 Schaden. Ja, der Adlige kriegt einen schönen Hieb von unten gegen sein Kinn. Der ist auch schon gut am Bluten, aber noch bei Bewusstsein. Nimm Ruhe. Ich bin schon wieder dran. Mhm. Ja, dann würde ich... Noch was kommst danach. Achso. Mach dich ganz zum Schluss. Dann würde ich überlegen... Ich gehe mal auf Khajiit, bevor der sich selber noch wehtut. Naja, oder bevor einer von den anderen zu hart draufhaut. Ich weiß, dass der gerade nicht so viel ab kann. Würde aber trotzdem einen Betäubungsschlag ansetzen. Okay. Dann Attacke. Gelungen. Khajiit, du darfst versuchen auszuweichen. Oder du musst versuchen auszuweichen. Oh, ich gleich versuche. Ich habe da einen Wert von 2, das schaffe ich eh nicht. Nein. Und 2. Das ist eine 10% Chance. Ach, mir aus. Dann bitte mal deinen W3 würfeln, um zu gucken, wie viel Erschwernis. 3. Das heißt, Khajiit, du bekommst eine um 3 Erschwerte, um deine Fassung zu behalten. Du hast aber keine Rüstung, das heißt, du bist bei minus 1 Leben und gibst einfach um. Ja. Das ist schön für Retzan. Retzan bekommt bald eine Sonderfähigkeit, bewusstlose Magier zu versorgen. So im Stabilisieren von irgendwelchen Charakteren. Während sie das gemacht hat. Also, sobald sie merkt, hat funktioniert, würde sie Retzan zurufen, Khajiit ist ohnmächtig. Oh. Nimmt Retzan zur Kenntnis, aber ja. Und ja, wie gesagt, du hast halt mit der stumpfen Seite zugeschlagen, das heißt, er wird jetzt auch nicht irgendwie verbluten oder sowas, er hat halt doch eine kleine Platzwunde am Kopf, aber das ist halt wirklich so, da wischt er einmal drüber und es hört quasi schon auf zu bluten. Also das ist keine schlimme Verletzung, ja, die er hat. Das siehst du sofort im Ohr. Also du hast den nicht lebensbedrohlich verletzt. Khajiit, du schreibst ja auf minus 1 Leben, ne? Das war der Plan. Ja. Hm? Okay, dann, ja, Retzan, du bist dran. Du bist nicht aus dem Horasreich. Nein. Das heißt, du kannst eine Probe auf Geschichte machen, um 2 erschwert. Einmal. Achso, ich dachte, oder alternativ Götter und Kulte. Kommt danach. Nur, okay. Es kommt jetzt drauf an, ob die erleichtert wird oder nicht. Dann einmal Götter und Kulte, erschwert um 1. Ja, ich glaube,
dass ich weiß, worum es geht. In Fazar steht einer der, wenn ich mich nicht irre, drei einzigen großen Tempel, die es für Kor gibt. Mhm. Das heißt also, Retzan hat dahingehend mehr Wissen als die meisten anderen. Ja, aber dass hier einer steht, du weißt von drei Stück, nicht, dass hier noch einer steht. Deswegen... Nein, aber ich meine, ich weiß grundsätzlich, weil der Chor-Glaube ist ja nicht besonders verbreitet. Richtig, deswegen ist es um eins erschwert. Okay. Ja, Chor ist zwei. Ja, du kannst das Ding wirklich als Chor-Tempel oder Chor-Altar identifizieren. Ja, Stätte identifizieren und ja, was zum Henker macht eine Chorstätte hier unten? Das ist grundsätzlich eine interessante Frage, aber eher für den theoretischen Bereich. Für Retzern wäre jetzt eher interessant, was zur Hölle macht diese Chorstätte mit uns? Und noch wichtiger, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, dafür musst du deiner Ansicht nach lesen, was auf diesem scheiß Altar steht. Gut, dann würde Retzern sich jetzt erstmal nur noch komplett aus dem Kampf raushalten, genauso wie ich auch auf Outgame-Ebene. Okay. Von daher... Gut, ich nehme nur an, du hast den anderen das noch mitgeteilt. Würde Retzan jetzt so gesehen erstmal keinen Grund zu sehen, weil auch wenn er denen sagt, das hier ist ein Choraltar, werden ihn höchstens die meisten hier angucken und fragen, Chor, was? Ja. Was für ein Chor? Okay, gut. Ja. Gut, dann verabschieden wir schon mal von dir und ja, ich würde sagen, wir machen den Kampf noch zu Ende und dann ist die Folge eigentlich auch. Das kann ja bei DSA überhaupt nicht lange dauern, einen Kampf zu Ende zu machen, gerade wenn man seinen Gegenüber K.O. schlagen will. Dafür ist das DSA-Regelwerk ausgelegt wie kein anderes. Ja. euch noch viel Erfolg, möglichst wenig Schadenspunkte und so weiter und so fort, aber freut euch, Retzan hat noch zwei Verbände und sein Wundnähzeug. Sehr gut. Jo. Bis bald. Das brauchen wir auch. Bis bald. So, dann Rufus, einen D8 bitte, wer angegriffen wird. Einen D8. Ja, der Schwertträger. Rufus greift den Schwertträger an. Der jetzt mit Fäusten kämpft, aber ne, ich nenne ihn halt einfach nur so. Und er trifft mal. Mal gucken, ob der ausweichen kann. Nein, kann er nicht. Rufus hat einen Treffer gelandet. Schaden da. Hat er immer noch seinen Maulkorb an? Ja, aber anspringen geht trotzdem. Aha. Genau. Das sind 5 Schadenspunkte. Gut, auch der will sein Schwert nochmal ziehen und guckt sich einmal schnell um und ja, lässt es dann Wie ist denn das mit Anspringen? Zählt dieses Sonderding hier auch, was bei Anspringen steht? Das ist eine Frage. Dann musst du mit der ausgewählten Attacke anspringen, das Spezialmanöver Anspringen auswählen. Okay. Kannst du in der nächsten Runde gerne versuchen, wenn du das willst. Also Rufus leg das jetzt nicht drauf an. Okay, dann ist der Adlige dran, das heißt einen W8, der angegriffen wird. Das mache ich, jetzt ist Patrick ja nicht mehr da. Das ist der Unauffällige. Wird mit einem Dolch attackiert. Aber daneben. Gut, die anderen sind alle bewusstlos, das heißt, der Schwertträger ist dran. Der versucht jetzt... Ja, doch, Rufus ist immer noch ein bisschen gefährlicher. Der gerade angegriffen wurde von Rufus, wird jetzt angegriffen von dem einen Dalton. Kritisch erfolgreich. Kann Rufus ausweichen? Wie ein junger Gott hüpft er davon. Okay, dann brauche ich nicht weitermachen. Gut, dann ist Stayun dran. Er versucht abermals, den Adligen festzuhalten. Mit einem Haltegriff. Schafft es aber nicht, ihn festzuhalten. Dann der unabhängig Auffällige. Der greift weiterhin den Adligen an mit Fäusten. Du! Nicht gut.
Nahkampfpanzertabelle. 2W6 einmal bitte. Wer will? Wer hat noch nicht? Buffy. Ach, ich mit 2W6 an und mal gucken, was für schöne Schüsse. Eine 5. Eine 5. Werden 5 dazu addiert, also eine 10. Hat sich den Kopf gestoßen und hält eine Stufe Betäubung. Gut, das heißt. Ihr seid alle K.O. anschließend, ja, ist euch klar. Ja. Nein, der unauffällig auffällige. Ich kann nichts dagegen tun, ich wollte angreifen. Du bist auch gleich K.O. Ja, durch irgendeinen. Wenn ich wieder fertig bin. Hat sich selbst verletzt. Nimru. Ja, Nimru hat gerade mal überlegt, wer hier am meisten Probleme macht. Und leider ist es der Hund. Und leider wird jetzt auch auf den Hund ein Betäubungsschlag angewendet. Mhm. Es tut Nimru ein wenig leid, während sie zuschlägt. Sie hofft aber dadurch, dass sie sehr bewusst zuschlägt, dass dem Hund weniger Leid erfährt, als wenn jetzt der Schwertträger doch irgendwann sein Schwert zieht, weil er Angst hat. Ich glaube, du warst zu zaghaft. Ja, du hast einen Tick zu lang gezögert und Rufus hat es irgendwie geschafft, sich wegzuducken, wegzubewegen, einen Ausfallschritt zu machen. Gut, Rufus, einen D8. Wer wird angegriffen? Ja, hallo, Nimru hat gerade recht nah an ihm vorbeigeworfen, geschlagen. Ja. Ist doch klar, wen er angreift, oder? Nee, er greift wieder den unauffällig auffälligen an. Na, an dem habe ich aber Spaß offensichtlich. Ja, den magst du scheinbar. Aber daneben. Gut, dann ist der Adlige dran. Auch da brauche ich einmal einen D8. Wie gesagt, die kämpfen nicht wie normal, die normalen Kämpfer. Normal hätten wir auch eine Initiative-Reihenfolge und so weiter. Der greift Nimru an mit seinem Dolch. Endlich mal jemand. Ja, trifft aber nicht. Ah. Gut, damit ist der Schwertträger dran. Und Nimru wird so gern zurückschlagen. Nochmal mit Fäusten. Oh Gott, der Nächste, der es nicht packt. ich brauche nochmal 2W6er. Buffy. Eine 9. Eine 9. Er bekommt für 3 Kampfrunden Schmerz. Er hat sich den Fuß verdreht. Er wollte irgendwie angreifen, Rufus angreifen und ist irgendwie mit dem Fuß blöd aufgekommen und ja, hat jetzt einmal Schmerzen für 3 Runden. So. Ja, Stallion ist dran. Er versucht abermals den Adligen festzuhalten. Erfolgreich, kann der Adlige sich verteidigen? Nein. Gut, der Adlige ist festgehalten. Der unauffällig Auffällige ist dran, der versucht es nochmal bei Rufus. Tap und tap. Aber schafft es nicht. Damit ist Nimru dran. Ja, das hat vorhin schon so gut geklappt, auf den Stallion gerade festhält. Mhm. Mhm. Gucken wir mal, ob er sich verteidigen kann. Das ist seine zweite Verteidigung. Er ist fixiert. Ja, also bei einer 1 schafft das. Ja, bei einer 1 schafft das. Hä? Gewürfelt wie bestellt. Gut, ich brauche 2W6er einmal. Das mache ich jetzt mal, Buffy. Okay. Wenn das immer vorangeht. Ja, 10. 10. Kann sofort einen Passierschlag ausführen und hat bis zum Ende der nächsten Kampfrunde plus 1 auf Attacke. Wenn er sich losreißen kann, weil das muss sein, er ist nämlich gerade festgehalten. Kann er sich losreißen? Lass mich raten, wenn er eine 1 würfelt? Nee, dann müsste er nur die Vergleichsprobe gegen Stallion schaffen, also mehr Qualitätsstufen haben als Stallion. Da es aber gar nicht erst schafft, ja, er tritt nach euch, aber erfolglos. Genau, Rufus ist wieder dran. Ein D8. Ich rate ein D8. Ja. Stallion wird angegriffen. Der Adlige versucht sich wieder loszureißen.
schafft es aber einfach nicht. Der Schwertträger ist dran, der geht wieder auf Rufus. Moment, ich muss kurz... Ah, er kann weg, hat noch zwei Runden. Den Schmerz. Kids. Leer. So, jetzt aber. So, versucht Rufus zu attackieren. Erfolgreich, kritisch erfolgreich sogar. Kann Rufus ausweichen? Nein. Dann bitte einmal mit 2W6ern. Das mache ich. Moment. Ach nee, das ist Rufus. Ja, das ist Rufus. Ja, dann mach du das. Das ist dein Hund. Das ist gegen Rufus sozusagen. Was haben wir? 10. Ich weiß nicht, ob ich das von Khajiit nicht schöner finde. Glaube ich. Also ich habe die 10 gewürfelt. Eine 10. Der Gegner bis zum Ende eine Erschwernis von 4 auf seine Verteidigung. Und du musst eine Probe um 2 erschwert auf Körperbeherrschung würfeln. Beim Misslingen liegt Rufus auf dem Boden. Mit 4 also erschwerte Verteidigung zählt das schon, oder? Ja, ja, das hast du aber schon fertig. Also du musst jetzt erstmal Körperbeherrschung um 2 erschwert machen. Körperbeherrschung um 2 erschwert, jetzt muss ich das erstmal wiederfinden. Körperbeherrschung, ich hab länger nicht auf Körperbeherrschung gewürfelt. Wo ist es denn da? Müsste vorne sein bei den körperlichen Sachen. Natürlich bei Körper, wo denn sonst? Ja, da ist der aber auch ein Tier. Ich habe da 15 Punkte drin. Okay, er liegt nicht, aber er die nächste... Die Darf nächste... er sich nicht verteidigen, weil minus 4, dann würfel ich gegen 0. Ja, also 1. 1 ist immer... 1 darf man immer. So, aber er bekommt noch Schaden rein, weil er hat ja, der Schwertträger hat er ja getroffen. Dann ist er sowieso gleich raus. Er hat nur mit den Fäusten angegriffen. 3 Schadenspunkte. Ja, ich habe nur noch 7, dann mit 4 ja. müsste Rufus handlungsunfähig werden. Ew. Gib's mal ein, also... Und? Ja, handlungsunfähig. Okay, damit ja, sackt Rufus auch bewusstlos zu Boden. Ja, der Jun ist dran. Der hält nach wie vor den Typen fest. Von daher macht er nichts. Der unauffällig auffällige ja, versucht jetzt den Fixierten zu attackieren. Mit einem schönen Faustschlag. Gucken wir mal, ob der sich noch verteidigen kann. Bei einer 1 schafft er das zu verteidigen. Nein, schafft er natürlich nicht. Das heißt, er bekommt 1W6 Schaden. 3 Schadenspunkte. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, ob der noch bei Bewusstsein ist. Ja, ist er noch. Okay, Nimru. Ja, wieder drauf, wieder Betäubungsschlag. Okay. Also auf den, den Stajun festhält. Hm? Das ist der einzige, der noch steht. Nee. Gut, dann noch einmal einen D8 bitte, wen der Adlige angreift. Wie wen der angreift? Der hat sich doch nicht losgerissen. Ach stimmt, ja. Dann ignoriere das. Ja gut, falls er sich jetzt losreißen sollte. Was ich zwar stark bezweifle. Gegen Stajun, vielleicht. Ja, nee, keine Chance. Gut, dann ist der Schwertträger dran und der versucht ihm jetzt mit einem Faustschlag den Rest zu geben. Aber der ist auch schon angekratzt. Nein, misslungen. Nein. Dann Stajun hält fest. Unauffällig auffälliger. Probiert er's. Auch nicht. Der Nimru windet sich wie ein... Ja. Nein, auch nicht. Okay. Das gibt's doch nicht. Kann jetzt mal einer von denen bitte treffen oder kann der sich losreißen oder irgendwas? So, der Schwertträger hat jetzt übrigens den Status fertig. Status, er ist nicht mehr auf Schmerzen. Er bewegt sich wie ein junger Aal. Ja. So. Und daneben, Stajun hält fest, das heißt, der andere ist dran. Ja, der andere trifft.
Nein, der weicht jetzt eh wieder aus. Du hast 1, komm, würfel deine 1. Darf der überhaupt ausweichen? Ist er nicht festgehalten? Mit einer 1 darf der ja, alles. Mit einer 1. Ach ja. 1 ist. Nein, zählt leider nicht. Aber das... knapp daneben ist auch vorbei. Ja, ja, ja. So, das heißt, mit einem Faustschlag. 5. So, damit müsste der jetzt eigentlich zusammenbrechen. Ich gucke einmal kurz. Ja, der klappt zusammen. Oh Mann. So. Gut, ja, also die Leute, die euch angegriffen haben, klappen vor euch zusammen. Dottora und Yuko stehen mehr oder weniger dahinter und ja, beschimpfen euch, was ihr hier einfach Leute angreift. Und ja, also die scheinen auch nicht ganz so bei Sinn zu sein, aber sie attackieren euch immerhin nicht. Bleibt noch Dartan. Genau. Ja, der ist ja ganz woanders. Aber der könnte ja auch langsam mal, der könnte auch mal die Hand ausrutschen. Ja, ja, das ist nicht umsonst, hat der Meister also das Waffenlos-Talent angelegt. Was Nimru als nächstes vorhat, ist, weil hier Leute, die sie nie erwartet hätte, dass sie durchgehen, Khajiit, Dinge gemacht haben, die sie nie erwartet hätte, würde sie jetzt überlegen, in welche Richtung Stayun anfangs gedeutet hatte und in die Richtung weiterrennen. Das wäre die Treppe hoch, um einfach zu gucken, ob Saladir und Dartan noch vernünftig sind oder nicht. Die Treppe hoch siehst du noch gar nicht, weil das außerhalb deines Sichtfeldes ist. Aber ja, jetzt müssen wir nur die anderen beiden erstmal abhandeln. Ist die Frage, haben wir noch Zeit oder sollen wir das auf die nächste Folge verschieben? Ja, es kommt darauf an, ob du mich jetzt in einen Kampf, upsala, zwingst oder nicht. Ich hüpfe mit einer Leiche durch die Gegend, mit einem Bewusstlosen. Entschuldigung. Das, warum tust du das? Ja, das macht mir Spaß. So. Das lässt tief blicken. Ja, also bisher hat bei Dartan ja eher so die Suche nach Beute oder die Suche nach einem Ausweg getriggert. Mhm. Und Saladin hatte sich ja zum Glück nicht direkt in Dartans Sichtfeld gestellt. Richtig. Und vor ihn gestellt, von wegen, du kommst du nicht durch. Ja? Und ist ihm eher gefolgt. Und das musst du mir sagen, ob diese Situation weiter trägt oder ob ich jetzt doch mich umwende und ihm eine reinhaue oder ja, ob ich durch das Entfernen von diesem Ding das irgendwie, dass es sich ändert oder so, keine Ahnung. Ja gut, also dann machen wir noch kurz ein bisschen weiter, denn ja, während ihr diese Treppen weiter nach oben lauft, die gehen ganz schön lange nach oben, kann Saladir dir einmal auf Sinnesschärfe Gehör machen, so diesen Kampfeslärm hörst. Keine Erschwernis, keine Erleichterung. Sie sind zwar weit weg, aber es ist recht laut. Von daher hebt sich das ein wenig auf. Ja, also du hörst, dass ja, aus dem Raum, wo ihr gekommen seid, definitiv Kampfeslärm. Saladir. Und ja, du siehst auch, dass Dartan, das scheinbar scheißegal ist, der läuft stur weiter diese Treppe hoch. Ja, dann würde ich... Dartan, wo wollt ihr hin? Jetzt, Dartan, dieser Halbelf nervt dich jetzt schon wieder, ständig diese Fragen und kann er nicht einfach mal still sein. Ich drehe mich rum und brülle ihn an. Nach draußen natürlich. Wohin denn sonst? Zu deiner Großmutter? Ihr seid unvernünftig. Und dann würde ich tatsächlich versuchen, ihn am Arm zu packen. Und ja, ich weiß, dass das in-game eine scheiß Idee ist. Deswegen tue ich es trotzdem. Die anderen scheinen zu kämpfen. Wir müssen zurück. Ich muss gar nichts mit diesen eingebildeten Schnöseln von diesen Magiern. Hab mir den Buckel krumm geschuftet, um dir herzubringen, dieses Pack. Ja, aber sie kommen ohne uns. Ist mir doch scheißegal, wie die zurechtkommen. Dartan, außerdem wisst ihr nicht, was hier an Gefahren lauert. Hier irgendwas läuft. Die Treppe geht nach oben. Ja, aber irgendwas läuft hier rum. Wollt ihr euch wirklich alleine in Gefahr begeben? Bis jetzt wart ihr vernünftig. Hier läuft nichts rum. Die größte Gefahr sind die anderen Leute da unten. Die halten dich nur auf, sowas. Also, ich würde Dartan am Arm packen und ihn mal schütteln. Also, das ist gar nicht eine blöde Idee, aber... Ja, das wäre nämlich eine kämpferische Handlung. Also, ja, das heißt, ja, Saladir greift dich mehr oder weniger an. Es macht halt keinen Schaden. Also, er fängt an dir zu rütteln und für dich sieht es halt so aus, als wenn er dich halt jetzt versucht umzuschubsen und er attackiert dich gerade. Naja, ich habe ja noch eine Hand an der Laterne, die habe ich ja, halte ich ja. Und mit der anderen Hand würde ich ihm jetzt eine verpassen. Okay, dann eine Raufenattacke. Es sei denn, du sagst, das muss ich nicht. Aber wenn die Umstände scheinen ja, das darauf hinauszulaufen. Ja, also dieser Halbelf versucht sich gerade hier umzustoßen und der will dich bestimmt nur da die Treppe runterstoßen, um selbst abzuhauen. Ja. Solche Gedanken kommen dir halt in den Sinn. Also das, was er sagt, ja,
kommt irgendwie nicht an. Ja, ja, das ist komplett irrational gerade, was Tatan da tut. Also einfach eine Attacke würfeln ohne Waffe. Ja. Genau, waffenlos. Also gibt es dafür ein extra... Ja, hast du das nicht? Dann muss ich es dir kurz machen. Das geht recht schnell. Tatan. Ich treffe Saladin, das ist sehr klar, ja. Ja, das ist mir klar. Deswegen, ich weiß schon, dass es eine blöde Idee war, weil ich muss gegen 4 ausweichen oder so. Das wird nichts werden, aber... Ja, macht das total Sinn. Ich weiß auch nicht, wie gut er trifft. So, Oh, du bist gar nicht mal so schlecht im Waffenlosen. Ich weiß. Gut, dann, ja, genau, ja, das Problem. Bitte einmal deine Attacke würfeln. So, also auf die Attacke. Okay, also. Auf den nächsten Bewusstlosen. Bumm. Ja, du siehst, wie eine Faust auf dich zuschnellt. Saladin, du darfst noch ausweichen. Ja, ja, ich darf es versuchen, meinst du? Jetzt bringt man eine Treppe runter, das ist ja klar, ja? Ja, ich weiß. Okay, dann bitte einmal die Trefferpunkte. Wo mache ich das? Trefferpunkte da, hier, Moment. Das ist ein guter Moment für eine 1, nur um das mal zu sagen. Nein. Er würfelt natürlich eine 6. Ich hab das befürchtet. Gut, wenn du irgendwelche Rüstung hast, darfst du die davon abziehen. Ja, irre. Du hast im Gesicht keine Rüstung. Ja, aber... ja, ist schon klar. So, ne? Ja, ja, aber rein theoretisch. Das ist toll. Was hast du denn für einen Rüstungswert? Ich glaube 1. Ja. Scheiße. Gut, dich trifft eine Faust. Aber so richtig. Auf die Nase. Oh, und ich glaube, irgendwas stimmt bei mir tatsächlich schon wieder nicht. Wieso? Wegen der Schmerzschwelle. Moment. Weil ich habe laut System immer noch eine Schmerzstufe von nur 1. Ich bin nur noch bei 8 Lebenspunkten. Weil du vorher Schmerzen hattest und eine eine Schmerzreduzierungsprobe von Dings noch gekriegt hattest. Ach stimmt, okay, dann passt es also? Ja. Okay, dann habe ich es gesagt. Dann ignorieren wir das. Okay. Ja, also du kriegst mega eine geschallert. Du hättest nie gedacht, dass euer Handwerker so viel Kraft hat. Das ist ein Handwerker, hallo? Ich wollte gerade sagen, doch, irgendwie habe ich das gedacht. Ja, weil er hat vorher nie so, also, ne, das ist kräftiger, als du erwartet hast. Und ja, der hat dir fast die Nase gebrochen mit einem Schlag. So, Dartan! Also, warte mal, du hast jetzt noch, wie viel Trefferpunkte hast du jetzt noch? 8. 8. Also, ist Saladin jetzt wirklich so drauf, jetzt in dieser Situation auf Dartan einzureden? Also, geh noch mal in dich. Du hörst da hinten Kampflärm, du weißt, dass dein Hund da ist. Und Dartan ist ja eigentlich auch nicht so nah. Und der will einfach nur da hochlaufen. Ich weiß aber, dass die anderen theoretisch da alleine klarkommen sollten, im Idealfall. Dartan aber da gerade in sonst wohin alleine unterwegs ist. Was ist, wenn die anderen gerade alle, und zwar alle, genauso durchdrehen wie Dartan gerade? Naja, aber Dartan ist gerade mein nächstes Problem. Dann bringen die sich da unten gegenseitig um. Also. Und Stejune war ja, das wusste ich ja definitiv noch nicht so drauf. Ja. Das heißt, ich höre ja nur, da kämpfen die gegen irgendwas. Die haben Stejune dabei. Ich weiß aber nicht, was Dartan hat. Also, ich habe das ja selber nicht. Nach dem sehr schön gelungenen Treffer würde Dartan sich umwenden, wieder weiter nach oben gehen. Ja, Dartan, also wo wollt ihr hin? Nach oben, nach draußen. Da, wo Licht ist und Sonne. Ja, aber wer weiß, wo ihr da... Nach oben, nach draußen, das weiß ich. Es geht nach oben. Oben ist richtig. Ja, aber wie wär's, wenn wir uns erstmal hier umsehen, bevor wir in irgendwelche Gefahren laufen? Ihr seid doch nicht dumm. Triggert das bei mir irgendwas? Hat das eine Chance, bei mir irgendwas zu bewirken, dieses Einreden? Eigentlich nicht. Warte, lass mich kurz... Auch nicht, wenn ich versuche, darauf abzuzielen, dass er ja bis jetzt im Prinzip ja eben die Lösungsansätze häufig von ihm kamen, so dieses Einschmeichelnde. Lass mich jetzt ja nicht auf Betören würfeln oder so Scheiß. Ja, das wirkt bei dir vielleicht, mein kleiner Blondie. Ich kümmere mich dann auch gleich um den Faustschlag, den ich hier verpasst habe, keine Sorge. Mach mal einen Glückswurf. Hoch oder niedrig, was ist gut? Niedrig. Also, da ich immer hoch würfe. Und der Wurf muss von Saladin kommen. Also ich sag, hoch ist gut, das ist die Würfel immer hoch. Außer wenn ich... Es triggert überhaupt gar nichts bei dir, Dartan.
Außer, dass du noch mehr genervt bist von diesem Elfen der, oder Halbelfen, der soll dich endlich mal in Ruhe lassen. Du willst ja endlich raus und der hält dich einfach nur auf. Der will dich unten gefangen halten, scheinbar. Um wie viel muss ich einen Klugheitswurf mir erschweren, damit ich auf die Idee komme, einen Willenstrunk zu benutzen, den ich noch habe? Ich habe noch den einen. Und, boah, zwar, den, ja, und zwar den aus dem Brunnen. Den habe ich ja bei mir, zufälligerweise. Eigentlich kommst du da nicht drauf. Ja, deswegen, aber ich auch weiß. Für dich mal ein Glückswurf, ob du kurz eine Eingebung hast, eine egoistische Eingebung. Du hast nur noch einen Trank. Egal, was der macht, der tut dir auf jeden Fall gut. Glückswurf. Ja. Hoch oder niedrig? Was ist gut? Bei mir ist immer niedrig gut. Okay, da der Waffe jetzt die 5 weggewürfelt hat. Oh, eine 8. Geht. Ja, okay. Gut, du denkst aber nicht an diesen Willenstrunk, sondern du denkst dir einfach halt, oh, du hast noch einen Trank, bevor der Salat dir jetzt auch noch den wegschnappt, trinkst du ihn lieber selber. Dann tue ich das jetzt, wenn das jetzt meine Eingebung ist. Ich kann ja eh nicht, so ganz rational denke ich ja sowieso nicht. Gut, ja, Saladier, du siehst, wie er in seiner Tasche rumkramt, einen Trank, und zwar diesen lilanen Trank. Aus der Gürteltasche, ja, genau. Oder aus der Gürteltasche, ja, rauszieht, entkorkt und den wegkippt. Mhm. Ja, ich sage, Dathan, was zu den Göttern tut ihr da? Das wirst du jetzt gleich sehen. Ja, das fürchte ich auch. Ja, Saladier, was du siehst, ist, er kippt nach hinten weg. Mit weit aufgerissenen Augen. Ja, ich würde einen Griff versuchen, beziehungsweise ich habe ja die Hand noch so halb an ihm dran, ihn nicht auf die Treppe aufschlagen zu lassen. Okay, dann bitte einmal von dir eine Geschicklichkeitsprobe, ein Gewandtheit. Wag dir nicht jetzt zu würfeln, wie du normalerweise würfelst. Ja. Du fällst die Treppe runter, entschuldige. Aber nee, runter nicht. Er fällt einfach nur nach hinten. Du bekommst 2 Schadenspunkte, Dathan. Das finde ich gerecht, nachdem ich gerade 5 kassiert habe. Das habe ich ja eine Schmerzstufe, und, so ein Mist. Ja, und oder heilt mich der Trank? Der auch weh. Nein, der Trank heilt dich nicht, aber ja. Vielleicht kuriert ihn der Schlag. Genau, für Saladier, ja, weit aufgerissene Augen, bist nach hinten gekippt. Und dann blinzelst du ein paar Mal und stehst wieder auf. Für dich aber ist was anderes passiert. Und zwar siehst du vor dir ein Schlachtfeld, wie du es sonst noch nirgendwo gesehen hast, mit mehreren Toten, mit abgetrennten Beinen, abgetrennten Armen und so. Also es ist hier wirklich ein Schlachtfeld, wie es seinesgleichen sucht. Also ein Schlachtfeld in den Ruinen oder bin ich auf freiem Feld? Irgendwo auf einem freien Feld. Aha, okay. Mhm. Und also da scheinen 2 Armeen gegeneinander gekämpft zu haben und irgendwie hier muss was furchtbar Schreckliches passiert sein, weil, ne, also ja. Das kommt in den Sinn. Und du hörst eine Stimme, die Folgendes sagt: Bruder des Blutes, der Lachende über das Schlachtfeld Schreitende, der Gnadenlose, der Mitleidlose, der schwarze Manticore, der unbarmherzige, donnernde Himmelsreiter, Drachensohn. Er, der dem Morden Freude ist, geifernder Schnitter, Gevatter des Todes, Herr der neuen tödlichen Streiche, Herr der Schlachten, Scharfrichter des Kosmos, Rondras Scharfrichter, schwarzer Prinz der Chimären, Träger Sukramors. Das sagt Dathan dann alles nix. Ja, und dir kommt halt ein, das ist eine, mach mal eine Götter- und Kulte-Probe, bitte. Das ist nicht dein Ernst. Für dich ist sie um 1 erleichtert, weil du aus dem Horasreich kommst. Das ist trotzdem nicht dein Ernst. Götter und Kulte um 1 erleichtert, du bist gut. Gegen was würfelst du? Das habe ich geschafft, das kann nicht wahr sein. Ey, irre. Da ist sogar eine 18 dabei, also komm, so schlecht können deine Werte nicht sein. Was habe ich denn da? Ja. Was habe ich denn? Kann das überhaupt sein? Ja, 15 ist dein Wert. Du hast um 1 erleichtert, also 16. Und du hast Punkte zum Ausgleichen da drin. Naja, aber das auch nur 5. Ich wollte gerade sagen, spontan zweifle ich auch, gegen was würfelst du? Das ist, geht auf Klugheit, Intuition. Was habe ich denn da gewürfelt? In Intuition hast du eine 15, ne?
Ja, ja, schon klar. Ja, aber wie viele Punkte hat er zum Ausgleich? Und dann kommen ja auch die Schmerzstufen noch dazu, oder ne? 13, 10, 8. Ja, doch, das stimmt. Das ist völlig richtig. Ja. Ich hab das Was? Wow. Du, gut, die Schmerzstufe und die Erleichterung haben sich weggenullt. Ja, gut, das geht dann. Du hast immer noch einen Modifikator von 1, also irgendwo hast du noch einen Bonus gekriegt. Aber gut, ja, das sind alles Bezeichnungen für den Gott Kor. Das ist sozusagen Rondras Sohn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der steht halt anders wie sein Vater, der ja für den ehrenhaften Kampf und so weiter, steht Kor eben für, ja, für das Schlachtfeld, für die Schlachten, für, ne, also diese ganzen Titel, die da aufgezählt wurden, beschreiben eigentlich alle Kor. Ja. Aha. Also ich habe gerade vergessen, meine Schmerzstufe mit im Roll 20 einzugeben. Deswegen ist der Modifikator bei 1 und nicht bei 0. Ob das jetzt was ändert, weiß ich nicht. Ist jetzt egal. Ist mir jetzt ebenfalls egal. Ja, wie gesagt, der sagt dir, das ist ja, das sind alles Titel für Kor. Mhm. Und ja, nachdem dieses ist, verschwindet dieser Hass, dieser Antrieb und so weiter. Verschwindet, als wenn er sich wegbrennt aus deinem Gehirn. Also, ne, als wenn er vertrieben wird, mit Macht aus dir ausgetrieben wird. Also dieser Blutdurst, dieser Kampfrausch, diese Kampfeslust, diese Streitsucht, die ist jetzt weg. Genau, diese Streitsucht, ja, das wird, also du merkst richtig, wie irgendwas in deinem Inneren das aus dir herauspresst, mit Gewalt. Aha. Das heißt, ich liege mit dem Rücken auf der Treppe. Genau. Weit aufgerissene Augen und atme einige Male heftig ein und aus. Genau, siehst vor dir Saladier, der da mit einer blutenden Nase vor dir steht. Du kannst dich nicht erinnern, was du in deiner Trance gemacht hast. Bin ich jetzt sanftmütiger als normal oder ist einfach nur dieser Effekt weg? Ist einfach dieser Effekt weg. Du bist jetzt wieder du selber. Schade. Für Saladier. Ich wollte gerade sagen. Saladier, guckt die Data, was ist passiert? Geht es euch gut? Würde gucken, also ob ihm spontan irgendwas auffällt, weiß ich nicht, ähnlich wie das von Nimru, dass er jetzt demnächst anfängt, aus sämtlichen Körperöffnungen zu bluten oder ähnliches, weil er ist einfach gerade vor ihm umgefallen. Es fällt dir nichts auf an ihm. Ich blinzele, richte mich auf, die Laterne hat das wahrscheinlich überstanden, diesen halben Schritt Absturz oder dieses Umfallen, hoffe ich, und richte mich auf. Gucke mich um. Ich weiß noch alles, was passiert ist. Oder habe ich jetzt irgendeinen Filmriss? Du weißt nur, was du in deiner Vision, sag ich mal, gesehen hast. Aber wir in diesem Tempel sind, dass ich die Treppe hochgelaufen bin, das weiß ich alles noch. Nee. Alles, was in deinem, also ab dem Zeitpunkt, wo du von diesem Effekt betroffen warst, bis jetzt, weißt du nicht. Also ich weiß noch, ich bin durch diese Steyunsche Höhlenöffnung gestiegen. Genau. Und das nächste, was dann kam Schlachtfeld und jetzt kommt Treppe und blutender Saladier. Genau. Ich gucke ihn an, guck mich um, erkenne ihn natürlich wieder, weil ja, wir kennen es ja schon ein paar Tage länger, und sage, wo sind wir? Wo sind die anderen? Ihr seid einfach davongelaufen. Wir sind in irgendwas. Eigentlich wollten wir einem Schatten folgen, aber ihr habt plötzlich angefangen... Einem Schatten? Ja, ich habe einen Schatten gesehen. Der ist in diese Richtung gelaufen, wo wir sind. Aber sind wir noch in dieser dummen Höhle? Unter dem Theater? Ja, mit ja, der Totora, die uns auch Geld schuldet. Ja, die sind alle noch irgendwie, also ich vermute mal auch nicht mehr in dem Brunnenraum. Ich habe Kampflärm gehört. Habt ihr das nicht mitbekommen? Brunnenraum sagt mir was? Ihr hört jetzt beide auch noch den Kampfeslärm. Ja, also die kämpfen da unten immer noch während der ganzen Geschichte. Ich gucke Salat an und sage, ich weiß nicht, was in den letzten Augenblicken passiert ist. Habt euch äußerst merkwürdig benommen. Dann entdecke ich wahrscheinlich die leere Fiole in meiner Hand. Mhm. Die erkenne ich ja wieder. Genau. Und sage, habe ich das gerade getrunken? Ja, ich nicke. Ah, verdammt, das war bestimmt was wert. Ich stecke dann die... Habt ihr keine anderen Sorgen? Ich gucke ihn an. Ich bin Handwerker, natürlich nicht. Ich rappel mich komplett auf, dass ich wirklich so richtig wieder stehe und einsatzfähig bin. Gucke einmal die Treppe nach oben. Mit Laterne hier vor mich halten? Die verschwindet in der Dunkelheit oder was tut die Treppe? Nee, oder geht noch ein Stückchen weiter nach oben, aber du siehst oben sind wieder wohl irgendwelche Felsen. Also das ist keine Decke in dem Sinne, sondern auch hier gucken wieder so ein paar Felsbrocken runter. Scheinbar ist da wieder irgendwas eingestürzt. Okay, verstehe. Dann
sage ich zu Saladier, da oben scheint es nicht weiterzugehen. Ich halte die Laterne so, dass er das auch sehen könnte nach menschlichem Ermessen. Das ist da oben, da er Dunkelsicht hat, sieht er das definitiv. Ja, okay. Dann schaue ich mich um und sage, wo ist dieser, wo, die letzte Treppe, der Durchgang von Steyun, wo ist das? Hinter uns, ich deute auf den Weg, aus die Richtung, auf die wir gekommen sind, da ist ja wahrscheinlich ein Durchgang oder was. Genau, da ist ja ein kleiner. Ihr seid einfach davon gerannt. Egal, was ich gesagt habe, ihr wart nicht ihr selbst. Das habe ich ja selbst nicht gemerkt, wahrscheinlich. Gut, dann glaube ich, Dartan läuft an dir vorbei und sagt, brummelt so, aha. Dann, wo ist unser Gepäck? Das müsste noch bei den anderen sein. Leuchtet einmal, dass er den Raum mal ausleuchtet, weil ich suche immer noch nach dem Schatten, nicht, dass uns das anspringt. Welcher Schatten? Nö, also hier siehst du nichts. Also ich halte auch gerne Laterne in die Höhe und nach links und rechts, dass sie sehen kann. Ja. Nix. Also du siehst die Treppe, gerade salatiert mit deiner Dunkelsicht, du siehst die Treppe bis oben hin in jede Ecke. Entweder ist es hier nicht lang gelaufen oder es hat sich in Luft aufgelöst. Mhm. Dann würde ich das tatsächlich erstmal verschieben. Wir müssen nach den anderen sehen. Irgendwas stimmt da nicht. Und mein Dartan hört ja den Kampflärm wahrscheinlich auch. Natürlich höre ich den. Ich habe gutes Gehör. Ja, das hört er. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Lass uns zurückgehen. Und würde dann im Prinzip dir den Weg deuten, wo du ja offensichtlich nicht weißt, dass du da vor 5 Minuten lang gelaufen bist. Als ich an dir vorbeigehe, frage ich dich, wieso blutet ihr? Das wart ihr. Da dir knirscht mit den Zähnen. Ich gucke meine Faust an der ich wahrscheinlich ein bisschen Blut sehe. Ja, jetzt fällt dir auch auf, die tut ein bisschen weh. Aha, warte. Guck kurz meine Faust an. Also so wie man sich seine Fingernägel angucken würde, wenn man die Faust dann wieder öffnet. Gucke zu Saladier und sage, das muss ein guter Schlag gewesen sein. Saladier sagt nichts. Damit wäre das Thema für Dartan auch erledigt und er geht damit weiter. Ja, am Fuße der Treppe seht ihr wieder in den Ecken jeweils 2 Statuen. Die interessieren Dartan, glaube ich, nicht weiter. Lässt sich unten noch irgendwas ausmachen von diesem Schatten, wohin der gelaufen sein könnte? Es geht neben der Treppe noch weiter. Ihr seid hochgelaufen, es geht aber noch weiter. Dartan, leuchtet einmal hier neben die Treppe. Mach ich. Oh, verschwindet weiter im Dunkeln. Also da hinten scheint noch der Gang noch weiter zu gehen. Auf was würfel ich jetzt, wenn ich ich habe sowohl Neugier als auch ich möchte mich um meine Gefährten kümmern. Was würfel ich da jetzt? Und vor allem, ich möchte auch wissen, ob der Schatten da verschwunden ist. In der Regel ist es bei psychischen Sachen Willenskraft, bei physischen Sachen Selbstbeherrschung. In dem Fall, also Neugier wäre was Psychisches, also Willenskraft. 17, 18, 19. Komm. Da du aber auch den Nachteil hast, eben, dass du den Hilflosen hilfst und so weiter, kannst du dir auch selber entscheiden. Ja, weil zum einen möchte ich schließe nicht aus, dass dieser Schatten eine Gefahr für uns ist und ich möchte gerne wissen, wohin der verschwunden ist, aber ja. Also dann, du kannst dich frei entscheiden oder du würfelst. Dann würde ich da weitergehen. Ich möchte einmal sehen, ob der Schatten hierhin verschwunden ist. Ich weiß nicht, was das war. Und mich damit weiter vortasten, in der Hoffnung, dass Dartan mit dem Licht ein wenig folgt. Ja, der geht sogar quasi neben dir oder voran, der hat ja das Licht, aber ich würde sagen, hier machen wir einen Cliffhanger, weil die Episode ist lang genug und wer weiß, was jetzt passiert und ja. No? Mhm. Oh. Ja. Ich nominiere als Episodentitel immer mitten in die Fresse rein. Hey, auf die Nase. Das ist ein guter Titel. Nee, ich hab an die anderen Bewusstlosen, ich hab an Knockout oder sowas gedacht. Knockout klingt gut. Ja, Knockout, ja. Wie viele Bewusstlose liegen jetzt da drüben, die alle Stück. Bewusstlos geprügelt worden sind? Ja. 4 Stück sind bewusstlos geprügelt. Und dann hat ihr das Gesicht. 1, 2, 3 und 5 Stück, die da schon vorher bewusst. Also insgesamt sind es jetzt 9 Bewusstlose. Das wird schön für die nächste Tour. Ich bin hier rauf in Knockout. Gut, Knockout klingt gut. Mach mal so. Und ja, das war eine Kampfepisode. Saladier und Dartan wissen noch nicht, was passiert ist. Dartan versucht immer noch das bisschen abzuschütteln, was er so, also gerade so da gesehen hatte. Hat auch die Hälfte schon wieder vergessen von dem, was da auf ihn einsprach. Kannst mich jederzeit fragen. Okay. Das hat sie in dein Gedächtnis gebrannt. Oh je. Und in dem Augenblick, sind wir gespannt, wie es mit den beiden jetzt da weitergeht. Denn Saladier möchte ja die nächste dunkle Ecke erkunden in unserem Zustand. Es war ein Schatten da, oh ja. Und unser Zustand wird nicht besser werden. Und das Schlachtfeld, was wir hinter uns haben, von dem wissen wir ja noch gar nichts.
Und wir werden es aber vielleicht erfahren, und zwar im nächsten Teil. Also, bis dahin.